Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum ersten Plenum im Jahr 2015 hier bei TV Aktuell. Nach den Klausuren und nach, wie man hört, erfrischenden Diskussionen zeigen sich die Abgeordneten heute wieder sozusagen mit Schlips. Und unser erstes Thema tangiert einen Grundsatz. Die Aufsichts- und Kontrollgremien des privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also Radio und Fernsehen, müssen staatsfern besetzt werden. Ob das so ist, darüber gibt es Unstimmigkeiten. Es war heute eine Diskussion bei uns im Plenum zu dem Thema. Hier wird eine interfraktionale Arbeitsgruppe sich mit diesen Themen beschäftigen. Ich will jetzt nur mal die Frauen ansprechen. Das ist sicherlich ein Thema, wo wir ein Defizit haben. Und dann werden wir dann auch entscheiden und auch dementsprechend handeln. Man muss selbstverständlich in Befolgung der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts die Zusammensetzung verschiedenster Aufsichtsgremien im Bereich von Rundfunk und Fernsehen verändern, in der Weise, dass weniger Staatseinfluss ausgeübt wird und dafür mehr Vertreter der sogenannten Zivilgesellschaft dort Platz nehmen können. Bei unserem zweiten Thema geht es um Pflege. Nach einer besseren Finanzierung der Ausbildung soll auch die Qualität der häuslichen Pflege erhöht und kontrolliert werden, damit das Pflegegeld auch den Alten zugutekommt. Diejenigen, die es auf sich nehmen, Angehörige zu Hause über längere Zeit zu pflegen, leisten wirklich ganz Beachtliches. Und deswegen sind wir alle in der Pflicht, ihnen dabei zu helfen. Die Möglichkeiten sind nur gering. Das muss man leider zugeben. Natürlich kann man die Zahlungen an pflegende Angehörige erhöhen. Das ist auch vernünftig, aber man muss sicherlich auch Angebote für die Personen, die der Pflege bedürfen, schaffen. Zum Beispiel Tagespflege, Nachtpflege, Kurzzeitpflege, damit die pflegenden Angehörigen unter der Pflege nicht selbst zum Pflegefall werden. Sie müssen die Tagespflege noch verstärkt aufbauen, das gesamte Netz. Wie können wir gemeinsam alt werden? In Bayern ist vielleicht das Schlagwort oder bei mir im Landkreis Regensburg. Da müssen viele, viele Kräfte, viele ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe. Und es ist ja sowieso, dass der medizinische Dienst eben hier auch aktiv ist und das natürlich auch mit überprüft. Aber wir brauchen da, glaube ich, ist es wichtig, dass man einfach die Menschen, die hier bereit sind, sich hier auch ehrenamtlich einzubringen, dass wir die noch besser als bisher unterstützen, neue Formen überlegt, wie können wir das in Zukunft gestalten. Soweit die aktuellen Nachrichten und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag hier bei TV Aktuell. Liebe Zuschauer, in der kommenden Woche, da sehen wir uns dann wieder zu Plenum TV.